Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge in der Welt von RimWorld. Ich habe mein Teilzeit-Tief überwunden, um jetzt mit frisch gestärkter Energy wieder ans Werk zu gehen. Ihr habt ja auch mittlerweile wahrscheinlich das neue Let's Play gesehen. Ja, da muss ich mir erstmal hier selber Schulterklopfern. Oh Gott. Ja, ich hoffe, euch gefällt auch dieses neue Let's Play und ich hoffe, euch gefällt vor allem auch RimWorld. Wir sind ja aktuell noch im Aufbau. Wir wollen ja Überlebensration brauchen wir, eine Menge. Wird nicht einfach. Wir bräuchten eigentlich noch einen zweiten Koch. Ich hoffe, der hier kann nämlich, glaube ich, oder? Konnte der Koch? Nö, kann er nicht. Schade. Wir haben aber keinen, der noch kochen kann, außer ihn hier. Also keinen, der gut kochen kann. Wir bräuchten noch einen zweiten Koch, ehrlich gesagt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Als hätte ich damit gerechnet, dass da Bauteile sind. Okay, wir brauchen noch Ressourcen. Und denn? Achso, der holt. Ach, ich liebe das, dass die Tiere das können. So, das haben wir jetzt, ne? Wir haben noch 7 Penoxidien, das ist super. Mal, wird es jetzt so angezeigt, dass er auf Penicillin ist? Tatsache hier. Verhindert Infektionen, Malaria, Schlafkrankheit und Seuche. Das ist sehr cool. Eine gesunde Welt. Okay, ich möchte einmal das Tiergebiet bearbeiten. Wo war das? Zone. Gebiet verkleinern, das Tiergebiet. Und zwar sollen die hier nicht rein. Da bitte nicht rein. Hier bitte nicht rein. Hier brauchen sie auch nicht rein. Was sollen die da? Hier können sie ruhig bleiben. Haben wir den Bären schon gedingst? Tatsache, wir haben schon den Bären. Ach, wie cool. Dann können wir den gehorsam machen und Transport. Die anderen beiden sind ja schon gehorsam und Transport. Und uns fehlt ein Schlafplatz. Möbel, Schlafplatz, Tier. Da. Wie geht's der hier? Sie hat noch starke Schmerzen, aber sonst geht es ihr gut scheinbar. Starke Schmerzen, sie ist wird sozial, sie wird angesprochen, das ist schon mal gut. Sie ist freundlich, dann machen wir jetzt das Anwerbungsgespräch. Aber Platz genug haben wir ja, mal davon abgesehen. Da ist auch ein Bett frei. Also, daran habert es schon mal nicht. Guck mal, eine Sache können wir hier schon mal machen, und zwar können wir hier schon mal hier Marmor. Was haben wir denn überhaupt für Steine? Marmor. Was liegt hier rum? Granit? Kalk? Kalk. Machen wir doch Granit. Da haben wir ja theoretisch am meisten. Dann machen wir nämlich hier einmal zu, dann können wir hier abtragen. Hier oben geht das leider schlecht, weil hier Schlamm ist. Ich weiß nicht, ob man das hier irgendwie wegkriegt, diesen Schlamm. Ich glaube, da soll es irgendeine Forschung, glaube ich, geben. Ich muss mal gucken. Aber wir müssen auch irgendeine Forschung dafür geben. Ist das hier vorne schon? Dörrfleisch. Erlaubt den Kolonisten indianisches Dörrfleisch aus Fleisch und pflanzlichen Zutaten herzustellen, das nicht verdirbt. Gut für Reisen. Das ist aber besser als Überlebensration. Sehr gut geeignet für Reisen. Dörrfleisch könnten wir auch mal ausprobieren. Teufelsgarn, Brauen, Teppichherstellung, Schmieden, Drogenherstellung. Wir könnten das hier machen und dann Penicillin herstellen. Das wäre ziemlich cool. So echt coole Drogen, muss man mal sagen. Also das mit Drogen finde ich schon eigentlich ziemlich cool. Okay, Rauchwandgürtel. Ist auch geil. Mechanik, Mörser. Sprengsätze, Fernseher können wir bauen. Löschschaum, Transportkapseln, Krankenbetten, Langstreckenmineralien-Scanner. Menschenjagendes Rudel. Von Yorkshire Terriern. Wie heißt das denn? Yorkshire Terrier. Nein, bitte nicht, kein Yorkshire Terrier. Das ist geil. Ich liebe dieses Spiel. Ich liebe es einfach.
Nein, Yorkshire Terrier. Okay. Oh, die kommen da unten lang, oder? Wo kommen die oben lang? Wo sind sie denn? Ach, die gehen oben lang. Super. Eieiei. Okay, wo ist Gorilla? Da. Rette mich. So, das Problem hätten wir schon mal gelöst. Sie sind kauernd. Das Regel ändern wir gleich mal. Er stirbt zwar in ein paar Stunden, aber das sieht ihn erstmal nicht. Heil ihn mal bitte. Brüsere behandeln. Er hat bestimmt ein paar, ja, er hat viele Schutzverletzungen, das ist nicht so schön. Ist trotzdem geil. Terrier. Sind die trainierbar? Was können die denn so? Was können die denn? Sind die intelligent? Sie sind sehr gut trainierbar, ja. Sie haben aber wahrscheinlich, sind glaube ich nicht so groß, dass man denen nicht alles beibringen kann. Ich glaube, irgendwie so war das. Rattengezüchtet, bevor er später eine Vorzeige und Begleittier wurde. Okay, wir gucken. Wir haben hier ein paar Tiere, die sind ja... Wir haben hier drei Tiere, die leben noch. Gucken, was fehlt ihm? Er ist ein linkes Ohr und sein Schwanz ist abgebissen, okay. Vorder linkes Bein abgeschossen. Und bei dem ist... Nee, bei dem? Bei der? Der hier lebt noch. Bei ihm ist linkes Bein abgebissen. Stirbt in 5,8 Stunden, stirbt in 2,6 Stunden, stirbt in 3,7 Stunden. Ach, lasse verbluten. Kann ich alles retten. Alles und jeden. Erstmal die eigenen Tiere hier versorgen. Ich habe ja leider nur einen Arzt. Wobei, morgen ist auch ein Arzt. Behandel mal bitte. Oder hier auch mal irgendwie behandeln. Ach, so ist sonst keiner verletzt, scheinbar. Na, dann ist ja gut. Jitter. Wird nicht behandelt, ist klar. Warum auch? Okay, ich erhole mich. Okay, Gorilla, dann kümmere dich hier mal. Behandel ihn und morgen behandel ihn. Muss man ja dafür sorgen, dass es passiert. Okay, hier ist der. Die Wände sind fertig. Wir müssen die Möbel, das hier noch setzen, damit es auch ein bisschen schön ist. Und Licht sollte da auch rein. Fackel. Reicht eine Fackel. Gucken wir mal, hier noch eine Fackel. Krankheit, Wunden, Infektion? Nein. Nein, was hab schon. Ja gut, die Tiere, wer weiß, was sie hatten für Krankheiten. Kann man ja froh sein, dass es nur eine Wundeninfektion ist. Hoffen wir mal, dass einer der Ärzte, die beide gerade schlafen, sich dann gleich darum kümmern. Das ist der gute Subschirm. Ach komm, hier morgen kümmer du dich darum. Sicher ist ein Mann. Wäre so super, wenn das klappen würde. Die armen Tiere. Welche boshafte Machenschaft hat diese Tiere nur so austicken lassen? Unser Lager ist voll. Okay, das heißt, wir müssen das hier machen.
Müssen das Lager wieder mal erweitern. Wie geht's ihm? Linkes Auge ist herausgeschnitten. Zap ist schon wieder am Arbeiten wahrscheinlich. Wo ist er denn? Da, ja, siehst du. Ach, dieser fleißige Junge. Wundinfektion ist schwer. Die ist schon schwer, Alter. Kann man irgendwo sehen, wie weit fortgeschritten die ist? Immunität ist auch nicht sehr hoch, ne? Ist aber nicht so gut, nicht, dass ich sterbe. Alter, das wäre aber, würde mir nicht gefallen. Dann müsste ich die ganze Let's Play nochmal neu starten. Nein, mach ich nicht. Okay. So, muss dafür sorgen, dass. Siehst du, muss behandelt werden. Oh, sie versorgt schon. Oh. Oh, schön. Und noch was zu essen. Das ist ja nett. Naja, ich hoffe mal, dass ich überlebe. Aber die ist scheinbar bei 62%, die ist fortgeschritten. Also, ist auch nicht so schlimm. Ja, hier liegt meine Waffe. Eine schöne Pistole. Die Geschütze haben es überlebt. So, perfekt. Perfekt, perfekt. Okay, dann können wir schon mal das Lager um. Wo ist das Lager? Da. Können wir das Lager schon mal erweitern um zwei Felder. Immer hier draußen liegt schon mal nichts weiter. Die Kühlung funktioniert noch. Ein exzellenter Stoffhut. Oh, und eine Skulptur in schlechter Qualität. Ach, wie schön. Schlechte Skulpturen sind noch die schönsten. Pack mal da mal hin. Habe ich noch eine Skulptur? Ach, hier ist noch eine. In normaler Qualität. Knappheit von Ruhe. So, die packen wir. Ah, komm, die kommt da mit rein. So, machen wir hier noch. Schon mal fertig. So, die weg. Da kommen Skulpturen. Ich bin wieder voll in Action. Ja, ich wurde immun. Ah, sehr schön. Und Schmelzofen ist fertig, sehr schön. So, dann Feuerbestattung. Die dauert ja dann nicht mal so lange, sondern nur 500 Forschungspunkte. Wie geht's ihr hier? Anwerbungsgespräche, die laufen. Sie ist, hat gute Stimmung, ist in Gefangenschaft, klar. Ohne Tisch gegessen. Stimmt, wir können da noch einen Tisch mit einbauen. Wir können allgemein das Ding hier mal vergrößern. Ich habe kein Holz mehr, oder? Ne, verdammt. Wir brauchen Holz. Leute, wir brauchen Holz. Holz brauchen wir. Na, kümmern wir uns auch schon drum. Hier machen wir die Oma weg, hier die vorne. So, da haben wir das. Okay. Wie gesagt, wir erweitern das hier mal um zwei Felder. Und wir machen zur Sicherheit, weil das habe ich schon erlebt, dass das geht. Damit die nicht ausbrechen können, machen wir hier zwei Türen rein. Das ist wichtig, behaupte ich jetzt einfach mal. Weil es kann sein, dass sie hier dann bauen und dann kommen sie raus, wenn gerade einer von uns rausgeht. Und das wäre natürlich nicht so schön und das möchte ich verhindern. Wie gemein, ich habe mir gerade einen Schluck Kakao gegönnt. Was sind das denn für Leute hier? Sky? Oh, taub. Ach, wie schön. Asthma. Alter, die sind ja alle schon. Demenz und grauer Stahl. Ist das hier der Angriff der Rentnerfraktion oder was? Was für Waffen haben die? Stahlmesser? Molotow-Cocktail? Molotow-Cocktail? Brandgeschosswerfer, natürlich. Ich hatte die Streitkolben-Fraktion.
Nein, stattdessen kommen die hier mit. Mit sowas an, ne? Bereiten die sich vor? Ach, die wollen sich ja durchfressen. Ach, die Penner. Granit abbauen. Sehr schön. Reis ist erfroren, das ist schlecht. Das verdiene ich gleich mal aus. Kommt was geflogen, Kumpels. Bums. Danke für die Waffe. Oh, guck dir das an. Der Granatenwerfer. Schieß ihn. Ja, schade. So, das ist geklärt. Unser Reis erfriert leider gerade. Es ist gerade. Boah, schon plötzlich ist es minus 12 Grad. Heftig. Ist sogar eine Ratte verrückt geworden. Okay, wir müssen hier einmal dieses Heimatgebiet erweitern, damit es vollgelöscht wird. Das nervt mich sonst. Gorilla, du darfst ihn hier einmal fangen. Sehr schön. Umgebracht. Sage ich ja nur umgebracht. Feuer. Ja, so, ja, oder? Okay, das Problem hätten wir gelöst. Naja, war ja dann doch ganz einfach. Ja, hier Maschinengewehrtreffer, da auch nichts Schlimmes. Keine unmittelbare Gefahr. Behandle ihn mal, bitte. Oder? Mal erstmal gucken. Er ist alt. Wie alt ist er? Er ist 81 älter, steht er. Und er kann nichts. Er kann absolut nichts. Okay, machen wir es anders hier. Keine Medizin, bitte. Nur so behandeln und dann schmeißen wir ihn direkt raus, sobald er wieder laufen kann. Das ist schlimm. Das ist ja schlimm, ey. Behandelt mal deinen Mann. Wir behandeln ihn hier und dann schmeißen wir ihn, wie gesagt, raus, sobald er wieder laufen kann. Der hat nichts, was ich brauche. Keinerlei Stärke, keine Leistung. So leid es mir tut. Okay, und wir gucken, dass wir hier noch viel noch was geerntet kriegen. Das wäre super, wenn das klappen würde. Ja, sehr schön. Essen braucht er nicht. Habe ich hier nicht irgendwie das mal zugewiesen oder so? Gucken. Waldarbeit. Ha, keine Ahnung. Ich meine, wenn die Dinger jetzt nicht wegkommen, das wäre jetzt auch nicht so dramatisch. Ach, du ist das. Na, ist jetzt unwichtig.
Der kann ruhig eine Wundinfektion haben, das ist mir Wumms. Oh, Gorillite wollte ich gerade behandeln. Morgen ist er behandelt, genau, dann behandelst du jetzt noch. Behandeln bitte. Dankeschön. Das ist wichtig in meinen Augen. So, die Pflanzen. Achso, jetzt werden die Pflanzen auch geholt. Sehr schön. So, Gorilla. So, dann kannst du auch laufen. Genau. Sehr schön. Ach. Hier, das ist auch cool. Können sie abreißen. Okay, perfekt. Haben wir das auch noch geschafft? Wunderbar. Dann haben wir ja einiges geschafft. Ich würde sagen, dann können wir auch für heute die Folge beenden. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Cheerio.